Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, unserem Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahren. Ein platonischer Monat ist etwa 2000 Jahren und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Vor Jahr 2000 waren wir noch im Fischen-Zeitalter. Und wo unsere Zeitrechnung begann, davor waren wir im Widder-Zeitalter. Das ändert sich und dadurch verschiebt sich der Frühlingspunkt. Und diese Verschiebung, dieser Unterschied nennt man diese Bewegung Präzession. Und diese Präzession wird berücksichtigt in indischer Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das ganz anderes ist als in westlichen Horoskopen. Dazu kommt ein lunare Kalendersystem in die indischen Astrologie, nicht nur in die indischen. Das berücksichtigen auch die chinesischen Astrologen, die arabischen Astrologen, auch die tibetischen Astrologen. Und das sind die sogenannten Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es eine schöne mythologische Geschichte in der indischen Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön und jung und unschuldig. Und die beiden verlieben sie sich. Der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, oh, na ja, gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Und das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes. Und das ist eine zusätzliche Information, was unseren Alltag beeinflusst. Aber auch zusätzliche Information durch diese Mondhäuser bei Geburtshoroskopen. Nach diesem indischen Astrologie befindet sich Sonne jetzt in der Tierkreiszeichen Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und in diesem Bild sehen wir auch die vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und ich setze jetzt Sonne zum Wasserelement. Es gibt natürlich auch ein fünftes Element, das ist Äther oder Prana, das ist das Geistige. Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mond zum Luftelement. Mars befindet sich auch in der Tierkreiszeichen Wassermann. Sie haben sogar eine Begegnung heute. Mars und Mond steht in einer Verbindung. Ich setze sogar so die beiden zusammen. Und das bedeutet,
Besonderes bei den Männern, weil Mars ist eine männliche Energie, dass die Männer ihren Gefühlen gerade bewusster wahrnehmen. Merkur ist heute im Stillstand und dreht sich in eine andere Richtung und wird rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas. Aber Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Und bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen, um Terminen, um Verträgen und handelt sich auch um Kommunikation, Gespräche. Das heute bei Stillstand bedeutet, wir verschlucken heute die Worte oder wir können das nicht ausdrücken, was wir sagen wollen. Es ist einfach Stillstand und dann wird Merkur rückläufig. Das bremst die Handlungsweise, aber bedeutet auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und wir bekommen eine Nachricht. Merkur in diesem heutigen Stillstand, Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement, also ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, ich setze Jupiter auch zum Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Und Saturn ist immer in die Mitte, weil Saturn erdet und belehrt uns. Saturn ist in die Mitte. Die Reihenfolge war, Sonne herrscht über Sonntag, dann folgt der Mond, Mond herrscht über Montag, dann folgt Mars, Mars herrscht über Dienstag, dann folgt Merkur, Merkur herrscht über Mittwoch, dann kommt in die Mitte Jupiter und bedeutet für uns auch etwas, mit unserem Größen bewusst zu sein. Das ist unserem inneren Sonne, steht in die Mitte, in die Wochenverteilung, Donnerstag. Donnerstag ist ein Jupiter-Tag. Dann folgt Venus. Venus herrscht über Freitag und Samstag ist ein Saturn-Tag. Wir können sofort erkennen, es fehlt etwas. Es fehlt die Feuerelement und es fehlt die Erdeelement. Und weil die Energie nicht gleichmäßig verteilt ist, wenn wir damit bewusst umgehen, wir sollen mit unserem Bewusstsein die fehlenden Elemente betonen und so kommt das in Harmonie, so kommt das im Gleichgewicht. Die Sicherheit, Stabilität der beruflichen, die Finanzen, die Bodenständigkeit und Realität, die Erdeelement und die Begeisterung, die Aktivität, die Leidenschaft, das Feuerelement sollen wir betonen. Aber Bewusstsein mit unseren Gefühlen und natürlich die Leichtigkeit ist auch wichtig, die Luftelement, aber nicht die Leichtsinnigkeit. Also das sorgt für die Harmonie, für die inneren Gleichgewicht. Saturn befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze und belehrt uns. Das, was die Schütze uns auch zeigt, Beweglichkeit, Sport, Aktivitäten, Reisen, Kontakte im Ausland. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt eine große Abenteuerreise. Aber ziellos verlaufen wir im Wald. Das heißt, wir verlieren hier im Schütze die Orientierung, wenn wir keine Ziele setzen. Und das zeigt auch, dieses ganze Stammbild, der Pfeil der Schütze zeigt in eine Richtung. Und das ist das Zentrum
unserem Galaxie der Milchstraße und diesem Energiefeld, in diesem Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße, liegt unsere Wünsche. Also dann ist klar ausgedrückt hier, unsere Wünsche sind die Ziele. Und wenn wir in diese Ziele verfolgen, dann haben wir schon Orientierung und kann die Reise beginnen. Und über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht Jupiter. Das vergrößert alles und vor allem bringt uns Glück. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 17. November 2018. Jetzt hat sich vieles verändert. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist eigentlich die Scheinbewegung der Sonne, weil die Bewegung macht die Erde, unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Auch die Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mittagssonne ist auch nicht die Bewegung die Sonne, sondern die Drehung die Erde. Aber wir haben von Erde aus gesehen eine andere Wahrnehmung. Sonne befindet sich jetzt in den Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet mit anderen Worten, bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und bestimmt die Monatsthema für die Skorpiongeborenen. Das ist die Selbstdarstellung, bewusst zu sein, ich bin's. Und das im Ausdruck bringen, nicht nur was die Eigenschaften, die Einstellung betrifft, sondern auch das Aussehen. Die Skorpiongeborenen achten auf ihren Körper, auf ihren Erscheinungsbild, auf die Aussehen, Schmink, Haare oder anderen Kleider. Es ändert sich etwas an Aussehen, auf die Selbstdarstellung, wie sich die Skorpiongeborenen gerade in Ausdruck bringen und sie werden auch wahrgenommen und sie haben zurzeit auch dieses Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Und so wie ein Sonnenaufstieg steigt nach oben, natürlich, das ist eine Steigerung gerade für die Skorpiongeborenen. Im nächsten Platz liegt die Tierkreiszeichen Schütze. In diesem Platz sind die Werte. Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Die Finanzen hängt zusammen mit Werten, mit Selbstwertgefühl. Also das sind jetzt gerade sehr wichtig, so Sätze zum Sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient. Ich nehme das im Besitz. Das sind wichtige Themen, gerade bei den Schützengeborenen. Der nächste Platz liegen die Kontakte, die Medien, die Verbindungen und Austausch, Informationen, Schulungen, Terminen, Vereinbarungen, Treffen mit Bekannten, mit Verwandten. Und diese Bewegung haben gerade die Steinbock-Geborenen. Kleine Reise, kleinere Veränderungen sind auch möglich. Bei Sonnenaufgang ist im tiefsten Punkt des Horoskopes die Tierkreiszeichen Wassermann und beschreibt die Monatsthemen und das ist die Basis, die Fundament, die Stabilität, die Sicherheit, das eigene Zuhause, eine gewisse Rückzug, damit zur Ruhe kommt. In Ruhe liegt auch die Kraft, aber bedeutet auch etwas gründen, etwas starten und dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen. Das sind die Bedürfnisse, die Wassermann geboren. In dieser Zeit, in diesem Monat werden auch Themen sein, was die eigene Zuhause betrifft. Eine neue Einrichtung oder Veränderungen, vielleicht sogar ein Umzug. Im nächsten Platz liegt die Tierkreiszeichen Fischengeborenen und beschreibt die
Monatsthema. Und da sind die Kinder, entweder die eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder die eigenen Kindheit, das innere Kind pflegen. Aber hier liegt das Spielerische, auch die schöpferische Kraft, etwas gestalten, und das erleben gerade die Fischengeborenen. Im nächsten Platz ist die Tierkreiszeichen Widder, und das bedeutet, den Alltag zu bewältigen, die Arbeit, die Pflichten, aber hier gehört auch die Gesundheit dazu, auf die Gesundheit achten. Die nächste Platz liegen die Verträge, die Vereinbarungen, aber auch Ehe oder Partnerschaft. Und das ist die Thema gerade, die Monatsthema bei den Stiergeborenen. Und dann folgt die Transformation, die Veränderungen. Und hier liegt die Tierkreiszeichen Zwillinge, und das ist die Monatsthema, die Zwillingsgeborenen. Nicht nur die Transformation, sondern Tabuthemen, auch wie Sexualität, aber auch die Finanzen, die Ämter, das in Ordnung zu bringen. Die Steuererklärung oder Finanzamt oder Termin in Banken oder Versicherungen oder gerichtlichen Termin, Scheidung oder erbschaftliche Situation ist auch möglich. Und jetzt sind wir bei der großen Reise, und das bedeutet Ausland. Urlaub, Auslandskontakte, Verbindungen im Ausland oder ein Besuch von Ausland oder Fremdsprachen, aber diese große Reise bedeutet auch inneren Reise. Und in diesem Platz liegt gerade die Tierkreiszeichen Krebs. Sie haben auch karmische Themen, die sind gerade auf die Suche, ihren Platz einzunehmen in die Welt. Und bei vielen Krebsgeborenen ist die Tendenz momentan nach Ausland. Bei Sonnenaufgang ist im höchsten Punkt des Horoskopes die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist Anerkennung, Ansehen, bedeutet auch die Berufung zum Leben. Das sind die Bedürfnisse, gerade die Löwengeborenen. Ich vergleiche das Horoskop immer wieder mit einem Baum. Hier ist die Wurzel. Hier fühlen wir sicher. Und dem höchsten Punkt ist die Krone des Baumes. Und das ist die Ausdehnung. Und die Löwengeborenen brauchen gerade diese Kronen, etwas zu erreichen, diese Bewunderung. Die nächste Platz liegen die Hoffnungen. Die Hoffnungen. Und das daran zu vertrauen, aber nicht nur das, sondern Freundschaften. Zusammen zu sein mit Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder ein Verein oder etwas zum Gründen, das sind die Themen gerade bei Monatsthemen, das sind alle Monatsthemen bei Jungfraugeborenen. Und jetzt sind wir bei den Geheimnissen. Und hier liegt die Tierkreiszeichen Waage. Was bedeutet diese Geheimnisse gerade bei die Waagengeborenen? Eine geheime Haltung. Das kann eine geheime Liebe sein oder etwas im Verborgenen halten, schweigen. Bedeutet aber auch Geheimnisse erfahren, weil jemand erzählt ihren Geheimnisse oder etwas mit anderen Augen betrachten, hinter den Kulissen schauen. Aber bedeutet auch in die Tiefe schauen, tiefe Erkenntnisse zu gewinnen. Das sind die Themen, die Waagegeborenen. Und da bedeutet auch, in die tiefe Psyche zu schauen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Sonne zum Skorpion. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und ich setze hier den Mond zum Wassermann. Mars ist auch im Wassermann. Mond und Mars stehen in Verbindung, die wirken zusammen. Und das heißt, die Mars-Energie ist sehr impulsiv. Und das kann bedeuten, bei Mondeinfluss, wo das um unsere Gefühle geht, dass Aggression kommt.
oder ein Wutausbruch kommt. Abermals ist nicht nur die Kraft, was alles in Bewegung setzt, sondern eine männliche Energie kann auch die Männer symbolisieren, dass die Männer ihren Gefühlen gerade bewusster wahrnehmen, weil die Mond aktiviert bei die Männer etwas und die Mond hat einen sehr starken Einfluss auf unsere Gefühlen. Wenn wir bedenken, dass unsere Gefühlen sind zum Wasserelement zugeordnet und die Mondkraft bewegt sich ganze Meeren wie Ebbe und Flut, das kommt von Mondenergie, von Mondkraft, dann können wir nachvollziehen, was für großer Einfluss auf unseren Gefühlszustand hat. Und die Männer nehmen das gerade intensiv wahr. Merkur ist heute im Stillstand und dann beginnt die rückläufige Bewegung. Das bedeutet aber nicht, dass die Planeten rückläufig bewegen. Die bewegen nach wie vor vorwärts, sondern aus der Erde aus gesehen scheint für uns so zu sein, wenn das rückläufig wäre, durch die unterschiedliche Geschwindigkeit. Dieses Phänomen können wir beobachten, wenn wir mit Zug fahren. Die Zug, der uns vorbeifährt in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit, scheint uns manchmal so zu sein, wenn dieser Zug rückwärts fahren würde. Und genau dieses Phänomen spielt sich im Himmel ab. Aus der Erde ausgesehen, für unsere Wahrnehmung, scheint es so zu sein, wenn Merkur dann jetzt rückläufig wäre. In Wirklichkeit ist nicht rückläufig, bewegt sich vorwärts, trotzdem hat eine Bedeutung. Heute ist im Stillstand. Und Merkur hat einen Einfluss auf Kommunikation, das heißt, es ist schwierig, etwas in die Sprache zu bringen. Wir verschlucken die Worte, es bleibt alles stehen momentan, geht nichts voran und dann kommt die rückläufige Bewegung. Das kann eine Bremse sein, dass etwas gebremst ist bei den Handlungen, aber die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Hier oben. Vielleicht sogar eine geheime Liebe oder Geheimhaltung in die Liebe. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Hier sind Themen bei den Schützengeborenen, was sie gerade lernen. Saturn belehrt und das sind die Werte, Wertschätzung, Finanzen. Das lernen sie zurzeit die Schützengeborenen. Uranus ist rückläufig in Tierkreiszeichen Widder. Hier ist die Arbeit, die Pflichten, Gesundheit, all das kommt wieder hoch. Diese Rückläufigkeit zeigt auch Themen von Vergangenheit. Und Vergangenheit haben auch die Wassermann-Geborenen. Neptun ist auch rückläufig. Neptun zeigt oft Täuschungen, Enttäuschungen. Das kommt alles hoch, das ist spürbar. Besonders bei Männern, wo gerade mit ihren Gefühlen ein bisschen durcheinander sind. Alles kommt gerade hoch. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Also hier ist sehr viel Energie bei Skorpion, Gesprächen, Kommunikation. Jupiter vergrößert etwas, das möchten die Skorpiongeborenen in Ausdruck bringen. Bei Merkur Energie die Bedürfnis nach Wahrheit und Klarheit. Bei Schützengeborenen Themen Werte, Wertschätzung, Finanzen, vieles loslassen, in Kraft zu bleiben. Und das ist die Lernaufgabe, die Schützengeborenen. Die Wassermann-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, eine Basis. Bei Männern kommen die alten Enttäuschungen, diesen Gefühlen alles hoch und versuchen, das in Ordnung zu bringen. Bei Wiedergeborenen sind Umbrüche und Veränderungen. Dann muss ich noch die beiden Mondknoten erwähnen, Rahu und Ketu. Ketu ist
die absteigende Mondknoten oder in indischen Astrologie heißt das die Drachenschwanz, zeigt die Vergangenheit. Diese Themen, karmischen Themen, haben die Steinbockgeborenen. Und die neue Richtung, die Platz zu suchen und aber auch finden, Neuorientierung, neue Aufgabe, die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf. Diese karmischen Themen haben die Krebsgeborenen und Uranus, was Umbrüche und Veränderungen auslöst, aktiviert beide Mondknoten. Mond befindet sich in ein Mondhaus, was die Tagesbewegung des Mondes bedeutet. Dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Nicht nur Mond ist in diesem Mondhaus gerade, sondern auch Mars ist auch in diesem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt übersetzt 100 Ängste, 100 Sterne, 100 Glück. Wie hängt das zusammen, Ängste und Glück? Das widerspricht sich alles. Erstmal muss die Ängste überwinden, damit diese 100 Glück eintreffen kann. Also hier ist Lernaufgabe, aber durch die Mondenergie wirkt das auf uns alle. Das heißt, die Ängste sind da, wir sollen die Ängste loslassen, dann begrüßt uns auch die Glück. Unruhe ist möglich in heutiger Tag, aber wir sollen in Entspannung bleiben und etwas tun, was für diese Entspannung sorgt, wie zum Beispiel Sport oder Musik hören oder Kunst, etwas Schönes tun und den Tag genießen, entspannt bleiben. Diese Mondenergie von Tierkreiszeichen Wassermann unterstützt, bringt Glück für die Waagegeborenen und für die Zwillinggeborenen, aber auch Glück bei den Schützengeborenen und Glück bei Widdergeborenen. Dieser Wassermann-Mond spiegelt etwas für die Löwengeborenen, liegen auch gegenüber. Und die Löwengeborenen haben jetzt eine Hausaufgabe, auf diesen Spiegel schauen, auf ihren eigenen Gefühlen. Und im inneren Gleichgewicht bleiben. Das ist wie eine Apothekenschale, das muss im Gleichgewicht sein. Wenn das umkippt, dann kommt Unruhe. Und genau das sollen sie im Harmonie, im Gleichgewicht bringen, die Löwengeborenen, sonst spüren sie die innere Spannung. Diese Mondenergie heute beunruhigt oder verunsichert die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen, und mit dieser Mondenergie entsteht Spannung, Nervosität, Herausforderung bei den Skorpiongeborenen und bei den Stiergeborenen. Aber das ändert sich dann in die Tagen. Und das war mein Tageshoroskop und ich habe noch zwei kurze Aufnahmen und wir übergehen jetzt auf diesen Videos. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze.
Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.